Die siebte Katastrophe hatte das westliche Hochland von Körthas in eine Welt aus Schnee und Eis verwandelt. Als endlich ein Weg durch die Eiswand gebahnt war, die den Zugang seit damals verwehrt hatte, eroberten die Ritter Ischgards es langsam zurück. Unerschrocken betrat die Abenteurerin Falkenhorst, das so lange vom Eis eingeschlossen gewesen war.